Willkommen zurück bei The Whispered World. Wir haben endlich den Koch zum Reden gebracht und haben jetzt die Aufgabe, eine leckere Suppe, Schimmelsuppe zu kochen. Da sie dem Boss ja nicht so gefallen hat. Ich kann raus mit der Tonne machen. Was haben wir hier eigentlich noch? Da hat er die Münze. Was hat er für eine Münze in die Tonne? Ich weiß, er will sich auch was mit der Münze kaufen, aber als ob er irgendwie die Gelegenheit dazu hat, ja. Die behalte ich lieber bei mir. Hier mit dem Schleifstein. Jetzt kaputt mal machen. Mal gucken, ob ich diesem kleinen Schmuckstück noch den letzten Schliff verpassen kann, ohne mir dabei die Fingerkuppen abzuhobeln. Die nicht. Oh, wie toll, er macht das. Warum auch immer. Da habe ich wohl etwas übertrieben. Die Münze ist jetzt spitz wie ein Pfeil. Oh, das ist natürlich auch praktisch. Wo ist es denn? Die Eisgier scheint ihr Geld hauptsächlich für Waffen auszugeben. Ja, müssen wir mit irgendwas kombinieren hier? Das muss ich... Die Askil scheinen ihr Geld haupt. Fliege. Wenn wir hier raus sind, kaufe ich mir irgendwo etwas Ort. Teller. Wenn wir hier raus sind, kaufe ich mir Wenn wir Stäbchen. Hier raus sind, kaufe ich. Mein Rippe. Konstrukt kommt einem Pfeil schon sehr nah, irgendwie. Was soll. Ernsthaft? Der verarscht mich doch hier schon wieder so ein bisschen doller. Passt. Passt. So, weiter zusammengepuzzelt hier. Bestimmt noch weiter so puzzeln, aber wir können doch erstmal noch gucken, ob wir irgendwas in die Suppe werfen können. Erde, Wasser, was war noch? Luft? Die Fliege ist bestimmt Luft, oder? Komm. In die Suppe damit. Etwas aus der Luft? Ja. Blub. So, da sind noch Pilze. Können wir die vielleicht mit dem Messer jetzt abschneiden? Hinter dir? Und das von der Erde. Etwas aus der Erde. Genau. Perfekt. Perfekt. Ist ja unglaublich. Brauchst du noch ein bisschen mehr Feuer hier? Nein. Ja, ich weiß, der will mir nichts verbrennen. Ja, das wollten wir eigentlich von Anfang an schon machen. Pelzviech sitzt da immer noch und guckt. Na? Okay, wir gehen nochmal nach hinten. Ich würde jetzt einfach mal nach da oben schießen. Wie kriegen wir den Holzbalken da runter? Dann können wir da rüber. Hä? Kannst du dich rüberschwingen? Oh, wie toll. Also, wir haben aber keine Fliege mehr für den Frosch. Töten wir den Frosch. Hey, hier geblieben. Sitzplatz. Es ist deprimierend. Ich bin einfach zu langsam, um den Frosch zu fangen. Brauchen wir irgendwie eine Falle dafür? Es ist deprimierend. Ich bin ein... Ah, bessere Idee. Die Falle ist... Gehen wir nach oben? Jetzt nehmen wir ihn einfach mit nach Hause. Er klebt auf dem sprichwörtlichen Präsentierteller. Dann nimm ihn doch mit. Oh ja, ich bin schon wieder so ein ich freue mich schon wieder so wie so ein Honigkuchen hier. Nachdem man auch wirklich verzweifelt ist an dem verrückten. Ich will immer noch diesen Hebel ziehen. Komm hier mit Essensstäbchen. Ich weiß, es ist heute oben, klar. Nein, das ist wie die Ziele, die. Gut, dann gehen wir doch erstmal noch. Ich brauche noch irgendwie einen Schlüssel oder so. So, der Frosch ist jetzt bestimmt Wasser, oder? Etwas aus dem Wasser. Ich bin echt der Meinung, dass wir das Feuer ein bisschen mehr anhobeln müssen. Den Teller runter? Nein. Es kocht ja gar nicht richtig. Das Feuer ist viel zu schwach. Wir müssen es auf jeden Fall... Ach komm, hier Heu, klar. Das Feuer ist sehr schwach. Ich leg mal lieber ein wenig Zündstoff rein. Darauf kommen wir da nicht. Hier noch ein bisschen mit umrühren, eventuell mit dem Knüppel. Hier muss man sich sein Essen wahrscheinlich noch selbst jagen. Okay, Knüppel nicht, aber. Ich muss nicht probieren. Ich koche nach Rezept. Ist ja auch eklig. Was ist die Essstäbchen vielleicht noch? Ich muss nicht.
kocht ja gar nicht richtig. Das Feuer ist viel zu schwach. Hä, aber... Das Feuer ist sehr schwach. Hättest du vielleicht irgendwie irgendwas runterwerfen noch? Nein. Mit? Das... Ach, komm. Wir schaffen das noch. Nein. Den Teller drunter, das ist auch aus Holz. Nein. 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 Den Vogel. Nicht den Vogel. Oh Gott, ich hab den eingepackt, den Vogel. Knüppel mit Pelzviech. Moment. Etwas aus dem Wasser, etwas aus der Erde, etwas aus der Luft und etwas von mir selbst. Nein, das hier scheint mir nicht so recht zum Rezept zu gehören. Okay. Achso, stimmt, noch etwas von mir. Das Pelzvieh, krass. Nein, mit Ausnahme von Spotnet. Ich muss irgendwas noch damit... Hier muss man... Ich find's... Ach, das ist süß. Ich kann mich ja nicht selbst... Irgendwie kann ich mir mal die Haare abschneiden? Etwas von mir selbst. Stimmt mit dem Pelzvieh das... Nein, in diesem Spiel werden keine Tiere gequält. Oh. Mit Ausnahme von Spot natürlich. Ich weiß nicht, irgendwas von mir selbst fehlt halt. Komm einfach mal an den Gong, komm. Ich glaube, dafür bin ich... Oh. Achso, mit dem Pelzvieh haben wir einen wunderschönen Gong gemacht. Endlich, der Essensgong. Garni hat wohl bereits einen neuen Koch gefunden. Ich hoffe für ihn, dass dieser hier eine bessere Schimmelsuppe zubereitet. Langsam gehen uns die Leute aus. Dann hoffe ich mal, dass wir an ihm vorbeikommen. Was ist denn das? Das Essen steht dir noch gar nicht bereit. Oh. Wenn ich den erwische, der mir diesen Streich gespielt hat, er wird es noch bereuen, wenn der Gong in Zukunft mit seinem Oberschenkelknochen geschlagen wird. Oh, okay. Wir brauchen auf jeden Fall noch was von uns selbst, scheinbar. Also wenn es noch nicht fertig ist, dann... Schimmelsuppe? Na, ich weiß ja nicht so recht. Hm. Das ist unser Gong. Ja. Es kocht ja gar nicht richtig. Das Feuer ist viel... Warum? Warum? Ich muss nicht probieren. Ich koche nach... Nein. Schmeißen die ins Feuer. Ich habe auch nichts anderes mehr verbrennen können. Hm. Ach, das Fass. Natürlich. Kriegen wir das mal... Hier, diese Tonne. Können wir die mit irgendwas kaputt machen oder so? Bitte. Ich weiß gar nicht. Den behalte ich lieber bei mir. Quälen. Das behalte ich. Sollst du ja nicht wegwerfen. Den behalte. Die behalte. Die behalte. Ah. Die behalte. Die. Nein, 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 nein. Lea. Echo, Echo. Chu. Lea. Lea. Hm. Ah, und um der Holzknüppel eventuell ist noch übrig. Und. Können wir den hier runterziehen oder so? Nein, das ist viel zu weit oben, wie die Ziele, die ich mir gesteckt habe. Hm. Wie der Hebel. So, können wir vielleicht das Seil nehmen? Nicht nötig, ich bin hier fertig. Nein, aber das Ventil und so. Ein Schloss blockiert das Ventilrad. Das ist doch schon mal zum Verrücktwerden hier, so ein bisschen, oder? Nein, das ist viel. Jetzt kommt wieder die Stelle, wo ich absolut hoch irritiert bin. Die Items immer weniger werden. Ich keine Ahnung, ob das ist doch Holz. Und noch was von mir selbst war. Wand, Rüstung. Ich probiere nochmal alles mit den Holzknüppel durch. Holzhammer, Verzeihung. Nein, ihn geht mit ab. Die Askel rüsten offenbar. Essen und kämpfen. Ja, es ist total sinnlos. Essen gerade. Und kämpfen. Essen und Ist denn Keule noch da?
Hey, hier unten spielt die... Nee. Bis später. Bitte bleib mir vom Leib und vergiss nicht, du... Ich probiere noch mal alles mit der Wand. Nein. Wenn es hier einen versteckten Mechanismus gibt, dann lässt es... nein. Wie sich das dahinter aber auch bewegt, das ist unglaublich. Wenn es hier einen versteckten Das ist jetzt echt gerade der höchste Grad der Verzweiflung. Und die Folge hat ja im Prinzip erst angefangen, so. Also, es ist noch nicht so. Na gut, nein, überhaupt nicht, aber also. Ach komm. Kein so schlechtes Versteck. Ich hätte auch nicht übel Lust, mich zu verkriechen. Oh Gott, das ist doch aber echt mies hier gerade. Ich baue was von mir selbst und hier so eine Hütte. Das sieht alles ganz schön wackelig aus. Tja. Ich würde fast sagen, ich nehme meinen Strike für dieses Kapitel und guck mal nach, weil noch mehr Heu runterpacken? Bisschen sinnlos, oder? Nein, danke. Genug Heu für. Gleich nicht? Keine Möglichkeit. Lieber nicht. Ich habe... Vielleicht auch nochmal zum... Ja gut, wenn es nicht wird, dann muss ich für nächste Folge mal nachgucken. Habe ich so einen Schädel? Ich brauche mal was zum Abfackeln. Gruselig. So, irgendwas mit dem Schädel hier. Ich lasse ihm lieb, wenn ich... Ich lasse ihm lieb, wenn ich... Fliegen einfach die komischen Viecher da im Hintergrund rum? Kann ich sehen, was oder? Sind das nur für grausige Flugtiere? Es sieht aus, als würden sie einen Angriff vorbereiten. Doch. Ich sollte mich lieber nicht bemerkbar machen. Diese Tiere sehen nicht gerade ungefährlich aus. Vielleicht doch nochmal reingucken hier. Nein, der Askil-Chef würde mich bemerken. Irre ich mich oder wirkt Spot ängstlicher als sonst? Das ist immer so der Eimer. Der sieht nützlich aus. Zu dumm, dass ich nicht rankomme. Nein, ich komme nicht ran. Ist da eigentlich irgendwas hier drin? Nee. Das ist ein Loch. Da hat irgendein Nagetier ein Loch in die Tür gebissen. Seltsam, wo hier doch überall Essensreste rumliegen. Tja. Ein Loch. Können wir das von außen auch sehen? Nee. Ich gerade mal sinnloser hier. Ich bin ja nur froh, dass der komische Wächter weg ist. Und wieder stehe ich vor verschlossenen Türen. Also, wir brauchen noch was von uns selbst. Hier, komm. Schärf dir doch mal deine Pfoten ab. Das hast du doch die ganze Zeit vorgehabt. Ja, was sonst? Ich habe kaum noch Fingernägel, die ich zurechtfeilen könnte. Aber ist das ein Wunder bei all der Aufregung? Und... Ach, Mann. Sie einfach deine Finger in die Suppe halten? Wenn ja nur. Ach komm, oder wie jeder tolle Koch das doch immer macht. Reinspucken. Und jetzt noch etwas von mir selbst.
Er tut das! So, das sollte es gewesen sein. Irgendwie tut sich da nichts. Aber warum? Ach, ich Trottel. Es kocht da gar nicht richtig. Das Feuer ist viel zu schwach. Ich sollte noch ein wenig Zunder auf den Kessel geben. Das ist echt gerade unbeschreiblich. Aber ich habe auch nichts mehr zum drunterlegen irgendwie. Da können wir jetzt auch da reinspucken hier oder ranpusten. Ey, das ist jetzt wahrstimmlich von vorne bis hinten hier. Jetzt zahlt es sich endlich aus, dass ich Opa nie über die Schulter gesehen habe. Yay. Also ist es jetzt fertig oder was? Willst du mal umrühren? Ich muss nicht probieren. Ich koche nach... Ja, nach Rezept schon klar. Wahnsinn, es hat geklappt. Ich kann kochen. Jetzt zahlt es sich... Achso, das hatten wir schon. Soll ich da einen Teller jetzt voll machen? Weil er hat davon rumgemeckert. Hey, ihr Bengel, die Suppe ist fertig. Das hat immer Opa gesagt, ja. Hey, ich bin mich immer noch gerade so verarscht hier von vorne bis hinten hier vom Feinsten. So, dann packen wir noch einen Löffel mit rein hier, schon mit der Nase. Ich bin nicht zum Essen hier, dann schon eher zum gegessen werden. Ja, das wissen wir ja, kommt dann wenigstens die Essstäbchen. Ich bin nicht zum, dann schon eher. Warum hätten wir dir sonst mitnehmen sollen? Ach komm, schlagen wir uns einfach einen Gong und dann verstecken wir uns und dann holen wir einen Spot da raus und dann hauen wir hier ab. Das ist jetzt der Plan. Endlich, Garni, ich langsam. So, das kennen wir schon. Und los, raus. Iss. Ah! Es geht doch nichts über den beißenden Gestank einer richtig zubereiteten Schimmelsuppe. Vielleicht habe ich die Exekution des Kochs ja doch zu früh angeordnet. Okay, kannst du vorbeischleichen? So, Spiel gerade abgeschmiert. Nichtsdestotrotz habe ich wieder mal den Tisch gedeckt und wir gongen. Ich muss ein bisschen mehr spielen als so einen Tisch decken, aber ja, doch, im Prinzip. So, das überspringen wir kurz und der frisst jetzt eine Runde und dann diesmal schaffe ich es garantiert. So, jetzt los vorbei da. Jetzt vorsichtig diesmal. Ne? Ach, gut. Okay, und wir haben ja noch ein paar Minuten Zeit gehabt, deswegen nutze ich das auf jeden Fall. Jetzt können wir nämlich erstmal Spot retten. Sehr wichtig. Und die kriegen wir bestimmt jetzt auf. Nein. Nicht? Das müssen wir vielleicht einen Schlüssel klauen oder was? Wir gucken erstmal noch zum Fenster. Irgendeinen Schlüssel brauchen wir sowieso für das Ventil noch. Es kann nicht sein, dass der einfach nur so. So, Spot. Nein. Hört der mich? Rede mit mir. Spot, ich hol dich da raus. Ich weiß noch nicht wie, aber keine Sorge. Mir fällt schon noch was ein. Huch. Hat der gerade was Neues? Nee, achso, wir können ja jetzt wieder... hier durchs Loch. Na komm, Spotty. Wenn ich da nicht rankomme, dann schafft es... Kommt der da nicht raus? Keine Angst, das sind nur... Der kann doch auch mal ein bisschen... Genau, das habe ich mir nämlich jetzt als nächstes gedacht. Machen wir ihn jetzt nämlich klein und lassen vorne rausgehen. Komm, Spot, benutzt das Mauseloch. Nichts wie raus da. Oh, da ist er wieder. Spot. Da, Spotty, wir sind schon vereint. Ah, mein kleines Ekelkerchen. Hab ich dich vermisst. Oh. Das hat Spot wirklich mal gut hinbekommen. Ich bin richtig stolz auf ihn. Komm, Spot, ich will hier weg. So, wir können jetzt nur noch da hinten bei dem Ventil irgendwie. Der hat garantiert noch einen Schlüssel dabei gehabt. Schon mal gucken. Dass wir dem jetzt hier gleich begegnen. Ah, er ist sogar eingeschlafen. Ich hoffe, mit unseren Eisstäbchen auch noch diesen Schlüssel bekommen. Vergiss es, Sedgwick. Einfach nur ganz ruhig verhalten. Ganz ruhig. Vergiss es, Sedgwick. Ich muss den doch irgendwie kriegen können. Vergiss es einfach nur. Oder kann ich noch irgendwas anderes? Er schläft. Die Frage.
Frage ist nur, wie lange noch? Ach, komm, wollen wir nicht mal einfach die Knüppel über den Kopf ziehen? Vergiss es, Edwin. Einfach. Okay, dann halt. Psst, wir dürfen ihn nicht auf. Einfach nur ganz. Kann er nicht irgendwie. Ach komm, wir fucken doch einfach alles ab hier. Einfach nur ganz. Oder puste mal ordentlich. Einfach nur. Kommen wir hier rüber? Spotten ist doch immer gerne Sachen. Vielleicht ist es seine fünfte Fähigkeit mit Schlafpuder oder sowas? Spot scheint nicht viel von meiner Schimmelsuppe zu halten. Ein Mindestmaß an Überlebensinstinkt hat er also doch. Okay. So, vielleicht noch den Hammer irgendwie. Wir müssen noch die Wand irgendwie einpreschen. Dafür brauchen wir einen Schlüssel. Nein, nicht zwei. Nein, wie die. Das ist gerade alles echt voller ohne Sinn hier. Sieh mal, die Anzeige steht ganz unten. Vielleicht könnte ich Spot da hochwerfen. Aber was würde das bringen? Weiß ich nicht, aber mach's doch einfach mal. Wenn ich da nicht rankomme, dann schafft es Spot erst recht nicht. Naja, meckerst du immer nur. Wenn ich da nicht essen. Okay, dann nicht. Ah. Ich hab schon wieder Angst, dass es gleich wieder kommt. Gehen wir nochmal kurz nach oben. Hey, ansonsten soll ich noch nachgucken? Ich glaube, das lohnt sich doch gar nicht, oder? Weil wir haben ja nicht mehr viel zu tun. Soll ich mit Spot irgendwie die Wand benutzen oder den Holz? Eins von beiden. Nein, Spot. Ach, bitte. Es ist echt zum Verrückt, wenn ihr Spot, komm her. Holzhammer? Los, Spot, du trägst den Hammer. Hm. Was bist du nur für ein Waschlappen? Oder die Wand. Hey, Spot, kommt dir an dieser Wand auch irgendetwas seltsam vor? Okay. Magst du Puschen mit Karo-Muster? Was? Du hörst mir gar nicht zu, richtig? Nein. Hey, Spot. Den Holzhammer? Was? Du hörst mir gar nicht zu. So, der ist noch nicht fertig. Los, Spot. Du. Eieieiei. Es sind so zu Spot, wenig Möglichkeiten. Du. Hey, Spot. Magst du Pusch? Du hörst mir gar. Nein, wir hören dir nicht zu. Was kann ich denn noch eigentlich machen hier? In die Ritterrüstung reinpieksen? Mit seiner Augen? Pure Zeitverschwendung. Damit würde ich nicht mal einen Kratzer verursachen. Pure Zeit damit. Hey, lass das! Hm? Provozieren wir noch mal ein bisschen kurz? Hey, lass das! Hm? Ach, dann gucke ich einfach jetzt nächstes Mal nach, was ich noch machen hey, kann hier. Hey, lass das! Hm? Das habe ich schon nicht gekriegt, weil ich nur irgendwas mir nicht aufgefallen ist, nicht mitbekommen habe. Für eine Horde von Echsenwesen habt ihr aber verhält, müsstet ihr nicht eigentlich mit den Händen essen? Eigentlich schon, aber hast du eine bessere Idee, was man aus Menschenknochen herstellen kann? Seife. Okay. Nee, aber jetzt sowieso erstmal auf. Ich denke, ich werde wirklich tatsächlich jetzt für nächste Zeit nachgucken, wie ich an den Schlüssel rankomme. Ich habe alles ausprobiert, Leute. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass ich irgendwas verpasst habe hier. Aber garantiert ist es so. Und damit ich mich nicht weiter rumquäle, geht's im nächsten Teil weiter. Macht's gut!